Ubisoft. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Anno oder bei der ersten Folge Anno. Und es gibt kein Intro, wie mir scheint. Ich habe hier hallo, ich kriege erstmal Belohnungen. Ja, die habe ich gerade eingelöst, ne? Verbunden, aber eingeschränkter Zugriff auf Schnellspielen. Okay. Warum gibt es kein Intro? Ich habe 60 Euro bezahlt. Ich hätte gern ein Intro. Ich habe schon mal angefangen. Leider war die Aufnahme zu laut. Das heißt, ich muss erstmal kurz was umstellen für euch. Und zwar den Sound. Der ist in-game extrem. So. Das sollte dann ein bisschen besser sein, denke ich mal. So, zurücksetzen. Ne, nicht zurücksetzen. Zurück. Zack. Und wir machen dann einfach ein neues Spiel. Wir spielen natürlich Kampagne. Ja, Anno ist jetzt 3 Tage raus, theoretisch. Mit weniger Hilfe. Ich kenne mich schon ein bisschen aus mit Anno. Mal gucken, ob es meine Erwartungen erfüllt oder naja, nicht. So, wen nehmen wir denn? Wir sind hier Arbeiterklasse. Der einfache Mann. Oder mit Hut. Heute mal mit Hut. So, dann können wir noch ein schönes Banner uns erstellen. Club, Club, Club. Die habe ich jetzt gerade freigeschalten vom Club. Also nehmen wir hier die zum Mond, was soll's, das passt nicht. Nehmen wir den Baum. Und auf... Wir nehmen den grünen Hintergrund. Oder Türkis? Ist das Türkis oder das? Hm, mit dem grünen. So, zack. Clifford Bounty nennt das Spiel natürlich nicht. Wir können nochmal Random Namen, nehmen Random Namen. Plek Plakuri. Ne, danke. Dann nehme ich doch lieber einfach meinen Rob als Name. So. Wir spielen am Anfang erstmal... Normal, das reicht, würde ich sagen. So, und dann geht's auch schon los. Ladebildschirm. Auch einfach nur gemalte Bilder, okay. Mal gucken, ob jetzt vielleicht eine Videosequenz oder irgendwas mal kommt. Bin gespannt. Wie gesagt, das Anno, ne? Schon mit Season Pass nochmal 24 Euro drauf, bis bei 85 Euro. Nur, dass du noch 3 DLCs hast, die irgendwann mal kommen. Ist schon ein happiger Preis für so ein Spiel. Ich bin gespannt, ob es dann auch meine Erwartungen erfüllt oder wie es halt öfters jetzt mittlerweile ist, nicht so geil ist. So, wie lange dauert das Laden jetzt hier? Oh, nicht lange. Oh, es kommt ein Video. Wir hören mal zu oder gucken mal. Krokodile, aha. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich... Ich kenne dich. Doch jetzt. Doch jetzt was? All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Ich wusste es auch nicht. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Oh, Arbeit ist so ein hartes Wort. So, was müssen wir machen? Dynamit fischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Beim Leuchtturm ab, das sagen wir doch gleich mal. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Ja, das war noch Zeit. Ist noch etwas Dynamit übrig. Gib sie mir bitte. Ich bin noch zu sagen. Da hast du es. Aber sei ja vorsichtig. Dankeschön. Und jetzt auf die Fische mit Dynamit schmeißen. Das ist natürlich Greenpeace freut sich. An den verbrannten Geruch muss ich mich noch gewöhnen. Du erkennst eine gute Gelegenheit. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Nee, das ist nicht der Sprengstoff, sondern der Fisch. So, was das und zur das Chimichurri war das für ein Knall? Und dann haben wir schon mal den an Fisch den gesammelt. An den verbrannten Geruch muss ich mich noch gewöhnen. So, wo können wir den jetzt hinbringen? Ein Haufen verkohlter Fisch. Ah, hier, Fisch okay. Auf den Tisch. Da ist ein Bildchen. Gut, komm mit. Bei dem ersten Knall war mir schon klar, dass ihr es seid. Seid her, was ihr dieses Mal dabei habt. Kleiner Fisch. Bitte schön. Ach, dieser verbrannte Gestank. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung. Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Wir sollen also weg hier, okay. Na, dann gehen wir halt weg. Oh. Wieder eine kleine Videosequenz. Aber das ist irgendwie leicht. Das war's. Verschwommen, habe ich das Gefühl. Wir lassen das Paradies zurück. Mit dem Dampfer. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Transferschiff. Nun,
Ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Und da fahren wir davon mit unserem kleinen Dampfer. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast. Um die Bürde der Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Ja. Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Ich bin jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Ich bin unterwegs. Ich rette euch alle. Los geht's, wir geben Gas. Zack, 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 zack. Und er wird davon gedampft. Es regnet wieder, naja, in der alten Welt, ne? Schlechtes Wetter. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Damals. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot. Und er reißt alles an sich. Okay. Oh ja, hier ist ordentlich Industrie und dampft aus jedem Schlot. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Ich bin nicht wohlhabend. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Weil es schön ist. Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Ja, ein schöner Friedhof. Dann gucken wir doch mal, ob da jetzt viele Leute da sind oder wie es da aussieht. Auf jeden Fall ein regnerischer Tag. Es könnte Großbritannien sein. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal wie weniger gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Ja, hat ja nicht viel Niemand Liebe. Mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Oh, der mag uns nicht, der Edward. Der Edward ist nicht für uns. Zack, wo geht's jetzt hin? Es donnert und blitzt. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Nein, wir schaffen das, Hannah. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, und was? Auf geht's. Vielleicht können wir endlich bauen hier. Ditchwater. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Das hört sich so holländisch an, so Ditchwater. Ja, wir mögen es ruhig. Und können wir jetzt endlich anfangen. Muss ich mir den Hafen noch angucken? Nee, es geht los. Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. So, geh bitte weg. Ich möchte das nicht sehen. Danke. So, was ist denn hier Schönes? Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island? Ruin, Ruin, okay. Ja, lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. So, wir brauchen bestimmt einen Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Dann 10 Bauernhäuser bauen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Natürlich mache ich das wie immer, ne? Schönes Raster. Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Wir machen eine Konkurrenz, meine. Warte ab. In ein paar Folgen. Da du so gerne verantwortlich dürfen willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier okay, haben wir dir allein zufallen. Wir müssen erstmal Holz bauen. Oder abbauen, besser gesagt. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Hallo bestimmt. Sie haben ein neues Zwischenziel okay, das geht jetzt erreicht. Automatisch weg. Landwirtschaft können wir jetzt machen. Okay, Holz, Bretter und Lagerhäuser. Wir sind ja schon dabei. Wir machen jetzt hier erstmal 2 Holzfällerhütten, wenn das mal weg ist. Dieses Gebäude.
Na komm, los. Oh, hier gibt's Holz. Das können wir einsammeln. Bauen wir hier noch einen Holzfäller. Und dann hier den... Ah, kann ich ja nicht. Da oben ist ja noch ein... Ist noch gesperrt. Bauen wir den Schreiner hin. Sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Schreiner zu denken. Ja gut, ein Sägewerk. Okay, das passt schon. Dann hier mit lang. Und hier mit lang. Wir stecken hier viel Herzblut rein. So, die Pfosten erstmal auf, wie es aussieht, ne? Pflanzungsfortschritt, okay. Und die Karre macht nichts. Wir können ja nichts machen, es sind noch keine Bäume da. Aber hier ist schon aufgepfostet. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Und dann brauchen wir noch ein Lagerhaus, das bauen wir natürlich. Ne, können wir nicht. Wir haben nicht genug Holz. Sieh nur, was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Was mache ich jetzt? Ich habe nicht genug Holz. Sie sind Samuels Erbe, oder? Ja. Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Edward der Retter. Herr Edward Good spricht von einer goldenen neuen Ära für Good and Sons, wobei er tapfer die Bürde trägt, die sein verräterischer Bruder vor seiner Tür abgeladen hat. Ja, ist ja ein richtiger Familientwist, ne? Verräter stirbt, mysteriös in Haft. Aha. Affäre um Inselverkauf. Das ist natürlich eine Affäre. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten. Auf Kosten von Vater und uns. So, kommen noch ein paar Bürger, bitte. Bauern. Bauern braucht das Land. In Ditchwater. Was ist hier? Übersicht der Inselanteile. Okay. Entfernen Sie die alte Wohnruine. Ja, das machen wir doch gleich mal. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. So, jetzt haben wir endlich wieder Holz. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Und schon geht es los hier. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Ah, hier gibt es eine Laderampe und da können dann anscheinend... Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Die wollen wir hier mit hin? Oder gibt es hier auch Laderampen? Hier gibt es auch Laderampen. Da können wir den Fischer mit vorne dran setzen. Ans Hafenviertel. So, dann brauchen wir noch 100 Bauern. Das heißt, wir brauchen noch ein paar mehr Gebäude. Ne, das ist doch Marktplatz. Und hier so ein kleines bisschen freies Gebiet in dem Markt. So, jetzt haben wir kein Holz mehr oder nicht mehr genug Holz. Gehen die anderen hier auch automatisch weg, oder? Ah, okay, wenn ich die anklicke, gehen die anscheinend weg. Dann machen das anscheinend meine Leute und räumen das weg. Gibt es auf jeden Fall Holz für, also mache ich das mal. So Bretter. Ne, die geht nicht weg. Oder ich kann nur 3 wegmachen. Spielstand gespeichert. Sehr schön, danke. So, jetzt gibt es Bretter. Naja, einmal, das ist nicht viel. Kann ich jetzt das nächste anklicken, oder? Wo war denn hier war doch noch was? Ne, das geht noch nicht weg. Und das geht auch nicht weg. Aber die 3 haben wir wegbekommen. Das können wir jetzt bauen, wir haben genug Holz. Alles neu mit den Blaupausen, das kenne ich noch nicht. Das ist aber auf jeden Fall schön gemacht. Da kann man erstmal die Stadt planen und zur Not auch wieder wegreißen. Und einfach nichts ausgegeben. Blaupausenmodus. Ah, hier kann ich jetzt alles in Blaupausen setzen, sozusagen. Das ist cool. Das ist schön gemacht. Was gibt's hier Neues? Die kann ich dann später freischalten. Im Club. Ein Boot haben wir noch nicht. Hier sind die Bauernhäuser. Wir haben jetzt 21 auf der Insel. Wir machen noch leicht Minus und haben jetzt schon 97 Leute hier. Und einen Einfluss von 100. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ein neuer Stadtstatus. Wir sind ein kleines Dorf. Entfernen Sie das verlassene Marktviertel. Hm, wo ist denn das? Das. Okay. Klick mal an. Und fertig sind wir. Und es gibt jetzt Schnaps. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Mach mal. Wir können Schnaps anbauen. Mit Kartoffeln, also gibt es schön Wodka.
Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen. Ja, müssen dabei. Vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Mit Schnaps natürlich gleich bitte, ne? So, da bauen wir hier jetzt einfach eine Kartoffelplantage. Haben wir jetzt genug? Wir haben genug, aber wir bauen zwei. Ich denke mal, es müssen wieder zwei sein. Zwei pro Produktionsstätte, dass dann halt die Schnapsbrennerei genug Kartoffeln hat. Das ist aber echt schön, dass man das frei wählen kann. Kann man das Feld schön nach hinten größer machen. So, das war's dann schon. Und dann brauchen wir noch, wie gesagt, die Schnapsbrennerei. Die stellen wir gleich daneben. Kurze Wege, immer gut. Und wir machen 164 minus. Das ist ja richtig toll. Dann bauen wir noch ein paar Bauernhäuser. Mehr Leute, mehr Einkommen. Und theoretisch müsste es eh gleich hochgehen, weil die bekommen ja gleich. Ich habe viel durchgemacht. Schnaps. Okay, hier wird eingeteilt in Bedürfnisse und Zufriedenheit. Umweltverschmutzung gibt es, Arbeitsbedingungen, Ruhe, Inselfrieden, Luxus und Zeitung. Ah, okay. Zufriedenheit ist minus 3, das ist nicht schön, aber es gibt ja gleich Schnaps. Bauen Sie ein Wirtshaus, das brauchen wir auch noch. Hier haben wir ein Wirtshaus. Hier ist jetzt anscheinend mit Grünflächen, okay. Also Einflussgebiet dann an den Straßen zu erkennen, das ist auch gut. Blaupause, weil ich nicht genug Holz habe. Mir fehlt noch einmal Holz. Kartoffeln kommen jetzt hier schon an. Hier wird jetzt schön gebrannt. Schöner Kartoffelschnaps. Die alte Welt und die Weltkarte. Wir gucken mal raus. Ah, okay, so sieht es aus. Oder gehen wir zurück in unsere Welt. Was haben wir hier? Neue Gebäude, neue Gebäude. Wir können erstmal die Benachrichtigungen alle löschen. Und wir haben jetzt genug für das Wirtshaus. Bietet ihre Einwohner diese Dienstleistung an? Das ist sehr gut. Gibt es dafür dann auch mehr Geld? Müssen wir mal gucken. Wirtshaus haben wir, aber es ging doch 2 plus 2 Münzen. Ah, okay. Gibt es dann also mehr Geld? Unzufriedenheit gibt es. Wir sind jetzt bei 9%, das ist okay. Und der erste Schnaps ist auch gleich fertig. Da haben wir einmal Schnaps. Was ist das hier für ein Balken? Eine Fahrkarte nach Hause. Das haben wir hier noch Schönes. Der Winter is coming. Wieder ein Geschäft, okay. Also ist das der Errungenschaftsbalken mit Fortschritt anscheinend. Machen wir auch ein Level. 51 Arbeitskräfte. Wir müssen ein bisschen was für die Leute bauen. Nicht, dass die dann hier arbeitslos wären. Zu viele Transporter. Kann ich noch einen Transporter einstellen? Kann ich leider nicht. Benötigt ein Arbeiter. Wir haben aber nur Bauern. Also es geht nicht. Brauche ich jetzt Arbeiter. Gespeichert. Kann ich hier irgendwo welche einstellen? Nee, hier nicht. Okay, da nicht. Die Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber hier kann ich noch einen Arbeiter einstellen. Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Hier geht's immer nur ums Geld. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. 4 Tonnen Schnaps. Ach du meine Güte, wie viel habe ich denn jetzt schon an Schnaps? Ich habe eine Tonne. Es widert mich an, dass etwa zu kurz nach Vaters Aber Tod drei Kartoffeln. Ich könnte noch eine Schnapsbrennerei bauen eigentlich. So Gebäude drehen, wir wurden das. Ah, hier. Komm mal. Ich kann's noch. Schade, dass sie da nicht verschiedene Designs haben für die Gebäude. Dass ein bisschen Varianz dabei ist. Für 60 Euro hätte ich mir das schon gerne gewünscht. Oder kann man das irgendwie mit Plus und Minus? Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Das machen wir. Das Viertel wird entfernt. Das verwüstete Kirchenviertel kommt weg. Die Familienbande, die möchten immer noch hier einen Schnaps haben. Wir haben nur eine Tonne. Weil erstmal müssen die Leute versorgt werden. Zufriedener jetzt 25%. Das ist sehr gut. Dann würde ich gerne die Steuern höher machen. Aber das kann ich anscheinend nicht. Ich sehe zumindest nicht wo. Wir sind ein originelles Dorf. Und wir kriegen... Oh, hier ist ja überall noch Holz. So, da haben wir das alles eingesammelt. Wir können mal gucken, Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands.
Es gibt es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Suchen Sie Ihren Cousin in der Umgebung von Edwards großer Ausstellung. Okay, wo ist mein Cousin? Hallo? Das sind welche Quests, die mag ich gar nicht. Ach, das ist er. Hätte nicht dein Vater... Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Okay, da ist bereit für mich die Seite zu wechseln. Ist sehr schön. Jetzt sollen wir mal bereit, finden. Meine Wohltaten zu vergelten. Jo, du kriegst deinen Schnaps und ich suche die Leute. War, du Rotzlöffel. Und sowas mag ich immer echt nicht. Okay, die sind große Gruppen. Früher war das ja immer ein einzelner Mann, den du suchen musstest. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast. Jetzt will er noch Arbeitskleidung. Die muss ich erstmal anbauen. Aber kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Nein, die kennen keine Grenzen. Erstmal suche ich jetzt die Aufständischen. Da ist noch eine Gruppe. Das war nur eine, schade. Eigentum von Edward. Edward Wallace. Nein, Edward Good. Ist in the hood. So, wo sind denn hier noch? Ah, da ist noch eine Gruppe. Einen wütenden Mob brauche ich noch. Wo ist der Mob? Gucken wir mal so. Ich sehe keinen Mob. Ach, das sind Quests, ey. Die mag ich immer. Die mochte ich schon in den anderen Teilen. Ah, da ist noch ein Mob. So, Mob, jetzt. Ein Leben fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir können schwimmen. Wir haben ja gar kein Schiff. Gibt's ein Wohltäter in der Not? Wenn Sie mich mitnehmen, ja, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Okay. Wir nehmen dich mit, Manu. Kinding, wo bist du? Wählen Sie den Redakteur und seine Mannschaft in Edward Zappen aus. Ah, okay, dann geht's los. Zap, zap. Wir fahren los. Ah, das ist gut, okay. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Dann geht's los. Wir fahren los. Eine schöne Runde mit dem Boot. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins. Der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Oh, da muss er wieder petzen, ne, der Edward. So, was gibt's hier denn Schönes? Das ist eine schöne Insel. Sir Archibald Lake. Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid, der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten mit seinen Kosten, Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Dankeschön. Klingt nach guten Neuigkeiten. Jo, das riecht gut, ne? Also schön ist es alles vertont, ne? Ein Feuer ist ausgebrochen. Was? Feuer? Wo? Oh mein Gott. Ich habe keine Feuerwehr. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Dahin. Doch Feuerwehr, wird schnell. Das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ach, du meine Güte, ihr spackelt alles ab. Neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Den Weg brauche ich nur mal gucken, wie es aussieht.
Oh, jetzt brennt schon drei. Und was ist hier auch los? Wenn Edward uns keine wir müssen erst Feuerwehrleute rekrutieren. So können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Naja, dann ist es schlecht. Dann wird es nur abfackeln erstmal. Wir bauen sie lange weiter. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Wir bauen jetzt hier hinten eine Schaffarm oder eine Schäferei. Zwei Stück. Und eine Weberei und noch ein Lagerhaus. So, ihr braucht drei Felder, das geht ja. Und dann so auch noch drei Felder. Schön mit Wasserteich. Ach, und die werden auch zusammenhängen. Das ist dann richtig cool, ja. Das sieht aus wie eine große Farm. Oh, die Feuerwehr rückt aus. Da sind sie. Mit dem Wagen. Überlassen Sie es nicht den Flammen. Ich überlasse der Feuerwehr. Die sind ja dabei. Bleibt cool. Wir brauchen jetzt noch Kleidung und dann kann ich die Leute theoretisch upgraden. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Achso, weil die Leute jetzt nicht in den Häusern sind, oder? Wir haben nicht genug Leute. Das heißt, wir machen unsere Stadt noch ein bisschen größer. Oder was heißt Stadt? Unser Eiland. Unsere Dörfchen. So, das erste haben wir gerettet, jetzt wird das zweite noch gerettet. Die Tendenzität geht langsam runter, das heißt, wir schaffen das. Der wird schön gepumpt. Der wird gepumpt. Da war alles noch mit Kraftanstrengung. Aber theoretisch müssten diese Löcher jetzt schon leer sein. Wir haben es geschafft, wie es aussieht. Aber wir brauchen noch viel, viel mehr Leute. Zu viele Transporter. Laden verzögert sich. Was führt sie zu? Die Flammen wurden gelöscht. Und hier sind überall Arbeiter. Ah, das hat so viele Arbeiter gekostet hier. Ja, okay, 10, 20. Oh, 50 Stück. Okay, es hat schon ein paar Leute gebraucht. Das heißt, wir müssen noch mehr Häuser bauen. Das ist schön. Wird die Siedlung immer größer. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Nee. Kann ich nicht zeigen. Tut mir leid. Du willst immer nur Sachen haben. Du nimmst immer nur, aber du gibst nichts. Wir geben immer nur. So, wie sieht es denn aus mit unseren Produktionen? Wir könnten noch ein Sägewerk bauen. Wir machen genug Holz, aber warten wir noch. Fisch sieht gut aus, Schnaps sieht gut aus. Wolle kommt ins Haus, das heißt, wir haben bald die ersten Arbeiterkleidungen. Und das sieht echt schön aus mit den Feldern, mit dem Wasserteich hier. Das ist cool gemacht. Zwar fehlt mir noch die Abwechslung, ne? Die Hütten sehen wieder gleich aus. Aber passt schon mal. Zu viele Transporter. Der kommt nicht mit dem Laden hinterher oder mit dem Abladen. Ich brauche unbedingt einen Arbeiter. Oh, das kann ich jetzt machen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Industrialisierung, sehr gut. Mostwaren, Straßen und Schweine. Kann ich jetzt hier? Fehlende Ausbaukosten. Okay, 20 Lehm. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Ditchwater. Lass uns loslegen. Ahoi, es geht los. Hier, zack, weg damit. Das kann noch weg. Gibt alles Holz. Vielleicht sogar Lehm. Sind ja standhafte Ruinen. Oh, hier haben wir Lehm. Sehr gut. Ja, unser Traum Lehm. Von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Steine, besser gesagt. 20 Stück habe ich nicht. Und ich würde es gerne upgraden. Oh, hier sind so viele Ruinen. Es gibt so viel Holz und Ziegelsteine. Spielstand gespeichert. 9 Arbeiter und 64 Bauern. Aber das ist ja auch nach Arbeitskräften noch geteilt. Ne? Hier brauche ich Bauern. Hier auch. Das macht es dann schon wieder ganz schön kompliziert. Hier auch Bauern. Beeil dich, verdammt. Gibt es noch keine 4 Tonnen
Holz, Arbeiterkleidung, nee, 2 Tonnen. Da musste ich wohl noch ein bisschen gedulden, Edward. So. Hier alles Holz, komm einsammeln. Meine Lagerkapazität ist voll. Jetzt können wir das hier aber upgraden. So, abgegradet. Jetzt arbeitet hier einer und das sieht natürlich gleich viel besser aus. Aber es ist wie eine Laderampe geworden, ne? Das ist cool. Geht vielleicht jetzt schneller. Und wir haben dann mehr Speicher, also das passt schon. Nimm zu, nimm zu, nimm zu. Bleib stabil, das ist cool, das kann man gleich sehen kann, wenn man drüber geht. Bleib stabil. Alles schick. Und hier ist irgendwas los. Eine Einwohneraufgabe, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Anno 1800. Ich hoffe, es gefällt euch, also bleibt uns treu. Bis dahin, tschüss, euer Rob.